Ich habe auch keine Hauswirtschaft, aber ich habe eine Knappin. Also mögen wir, hängen wir unser Zeug auf. Ja, gehört Werte, das wird bestimmt gut. Schauen wir uns mal an. Nee, die zweite ist Charisma. Charisma 14 kann sie leider auch nicht packen. Du siehst dann, wie sie dir dann relativ gelangweilt, müde, kaputt die Sachen abnimmt, die du ihr gibst. Und ja, du legst dich in so eine Astgabel und versuchst zu regenerieren, zu schlafen, dich auszuruhen. Kannst du sehen, wie sie es einfach über irgendwie so einen Baum rüberlegt, über so eine Astgabel, keine Liane. Und am nächsten Morgen ist es immer noch klatschnass. Dazu allerdings später mehr. Ihr fallt alle in einen tiefen Schlaf. Vielleicht passiert etwas in der Nacht. Wir werden es sehen nach einer Pause. Ja, dann dürft ihr jetzt gerne eine Fingerfertigkeitsprobe würfeln, wenn es euch wichtig sein sollte, dass eure Kleidung trocknen könnte. Ich, ja, ne? Ansonsten Also. dürft ihr euch hinlegen und schlafen. Der Tag war anstrengend genug. Wie mehr schwer war das? Ne, um 10, Um weil die einer 7. Erschwernis verdreifacht wird, oder? Ne, um Ne, nee, 7. um 7. Aber nur 12 reicht trotzdem nicht, Karin. Ja. Wenn es eine Hauswirtschaftsprobe plus 3 wäre, dann wäre es eine Hauswirtschaftsprobe, also eine Fingerfertigkeitsprobe plus 1. Beziehungsweise Ah, plus 7 okay. plus 1. Also das ist das 3 zu 1. 1 zu 3, 3 zu 1. Ich höre mich einen Patzer. So, Alphadaios, Fingerfertigkeit, Redigian, Fingerfertigkeit, Patzer. Gut, dann legt ihr allesamt eure Kleidung sorgsam über Lianen oder über moosige Baumstümpfe in der Hoffnung, dass es bis morgen trocken ist. Everdaios legt sich dann wieder hin, ist natürlich sowieso den ganzen Tag schon müde gewesen, hat eben schon kurz am See unten geschlafen, mit den Füßen drin. Und ja, es gibt dann halt noch kurz dieses Aufmerken. Emira Misabu hebt kurz den Finger und aber oder Schwester Ephadaios, warum legt ihr es denn auf das nasse Moos vom Regen noch? Und dann hört man das laute Schnarchen von Ephadaios, den das wieder nicht interessiert. Könnte ihn halt interessieren, aber zu müde. Die anderen legen sich ebenso hin. In der Hoffnung auf eine erholsame Regeneration. Oder dass man überhaupt zum Schlafen kommt, denn die Äffchen schreien ja, was das Zeug hält. Genau das. Nach dem Regen wird es langsam dunkel und der Dschungel wird wieder wach. Vögel schreien, Affen schreien. Ist es wieder unglaublich laut. Insekten, die herumsurren und sich nach dem Regen wieder erheben, wieder die Haut zerstechen und ihr riecht es beinahe schon. Der nächste jähzornig Punkt kommt auf euch zu. Das allerdings erst am nächsten Tag. Irgendwann in der Nacht ist es dunkel. Die Sonne ist längst untergegangen, die Affen schreien weiter. Könnt ihr etwas scharren hören? Irgendwo neben euch. Und wenn ihr dann entnervt die Augen aufmacht, wirklich geschlafen habt ihr nicht. Eure Augen sind feuerrot, müde. Nur Brindigian wird gerade wach. Seht ihr, wie Dynar und Potro wach sind? Und ja, sie haben keine Fackel oder sowas entzündet, aber sie stehen dort auf einer der Astgabeln und stieren nach unten durch das Blätterdach. Ey, habt ihr das gehört? Was denn los? Scheiße, da unten ist irgendwas. Was? Irgendein Kratzen, Mann. Ich hab was gesehen. Aus dem Augenwinkel. Die Schatten bewegen sich da unten. Scheiß Was? Was? Vielleicht diese scheiß Wildkatzen. Es kommt Nein. hoch, glaube ich. Ich habe irgendwas Rauschen Was? gehört. Und Rigor schnappt sich mal seine Axt und sein Schild. Wo ist denn mein? Ich habe doch einen langen Stock mit einer Spitze vorne dran. Ach ja, hier. Wir sind hier oben sicher, Mann. Emmy! Ja, und Rigor tritt gegen Brindijans Rücken. Nicht allzu fest, aber dennoch merkbar. Da Was denn? kommt was. Was? Weiß ich doch nicht. Ah, es wird doch schon wieder gehen. Scheiße, seht ihr das? Da! Ist das ein Mensch? Nee, Mann, das ist ein Affe. Ist doch kein Affe. Viel zu groß. Ist doch kein Mensch. Ist haarig.
Hört ihr Schaden? Kommt den Baum hoch. Wo sind die Arme lang? Hey, wer klettert da? Einfach mal laut rufen. Scheiße, das war kein Affe. Gijian, du sollst aufstehen und muss ich nochmal kräftiger nachtreten. Was kommt denn da? Sehe ich das irgendwas? Weiß ich nicht. Oh. Sieht aus wie ein riesiger Affe. Hört sich an wie ein Baumwürger. Was ist ein Baumwürger? Eine Schlange? Eine Art kleiner Bär, würde ich sagen. Das ist viel größer, Mann. Das ist doch nicht klein. Scheiße, das ist so groß wie die Nahmann. Kasim, verwandel deinen Stab doch nochmal. Wir brauchen ja ein bisschen Licht. Bist du schon wach? Ja. Mann, weck den Markus doch mal. Ja, ja ist... ich bin wach. Gut. Du siehst, wie Kasim an den Gürtel greift, dass das Seil, das um seine Hüfte geschlungen ist, sich von Zauberhand löst und zusammenrollt zu einem Magierstab, der dann augenblicklich mit der Nierspitze sich entzündet. Schritt an und ihr könnt es sehen in den Schatten, wie ein riesiger Bär nach oben klettert. Stamm nach oben. Was von klein hast du nicht verstanden? Da ist nichts klein dran. Man schiebt mal DJ mal so ein bisschen nach vorne. Los, was jetzt? Mach was dagegen. Das ist ein kleiner Bär für dich. Irgendwie ein Hausmittel gegen Baumwürger, Frosty? Die kommen vorliebend gerne auf Bäume und umarmen dich dann so, dass du platzt, kann man fast sagen, liebevoll. Deswegen würgen sie dich gerne auf Bäumen und daher kommt der Name. Ja, am besten am Stamm schon abwehren und irgendwie runterschlagen mit Speeren oder sowas, damit sie gar nicht auf diesen Baum raufkommen, sonst habt ihr echt ein Problem. Eine Athletikprobe, um zum Stamm zu kommen, und zwar rechtzeitig. Was für eine Probe? Athletik. Ich würde gern was kannst anderes machen. Ja. Ich würde gern nochmal zaubern und murmel ganz schnell. Blitz ich find, werde blind. Hoffe, dass ihn das zumindest so weit erschreckt, dass er abhaut. Bei den meisten Tieren reicht das, ja. Ja, Rodrigo will jetzt keine Athletikprobe würfen, denn er will sich nicht. Also, er wird schon würfen, aber ich würde mich nicht so beeilen, sondern ich will eher sicher auf den Baum laufen. Ich habe eher Schiss, da runterzufallen und deswegen. Ja, vorsichtig dahin. Im Bär fertig zu werden, traue ich mir noch zu. Jalan greift sich sein Schwert mit samt Scheide in der einen Hand, die andere verwendet er zum Balancieren und bewegt sich über seinen Schlafast in Richtung des Stammes zu. Zieht sein Schwert und wartet erstmal, ob er diesen Bär irgendwo sieht, bereit zuzustoßen. Ja, dir gelingt es einigermaßen geschickt, auf diesen Bär zuzueilen, auf den Stamm, auf diesen Hauptmast, wo er gerade nach oben klettert. Ihr könnt sehen, wie der Bär noch ein weiteres Mal knurrt oder ruft und dann verharrt an der Stelle und nicht weiter klettert. Und während er Fadaios auf ihn zueilt, könnt ihr sehen, wie er wohl stolpert, sich an einer Liane verheddert und dann stürzt den Ast hinunter. Es gibt einmal einen kräftigen Ruck durch das Bein von Ephadaios und dann hängst du kopfüber, den Speer immer noch in der Hand, an diesem Ast, die Liane, die dich hält, mitten über dem Blätterdach. Ephadaios! Wow, das ging aber... Jetzt bin ich wach. Seid ihr denn noch beisammen? Rodrigo schaut auch erstmal, der sozusagen deutlich hinter Ephadaios ist, weil er langsam gelaufen ist, oder zumindest langsamer gelaufen ist, um nicht so, ja, um nicht abzustürzen, steckt die Streitaxt erstmal wieder ein und versucht erstmal irgendwie zu gucken, wohin die Liane führt, wie man Ephadaios wohl da rausbekommt, recht zügig, ohne dass er jetzt hier in die Tiefe stürzt. Zieht ihn hoch, also, Bruder, Schwestern, zieht ihn hoch! Nein, ihr zieht mich ja nur an diesem Ding vorbei. Lieber nicht. Rodrigo, zieht ihn so weit hoch, dass er nach dem Ding stechen kann. Nein! Das Blut schießt dir langsam in deinen Kopf und es tut fast weh. Ja, aber nur ein kleines Stückchen, dann kann ich ihm seine Hinterläufe stechen. Oder seinen Po. Scheiße, das Ding ist groß. Bewegt sich gar nicht mehr. Und Rico schüttelt den Kopf und dann greift er an die Liane und
wackelt mit ihr von links nach rechts, dass er schwingenderweise langsam Fahrt aufnimmt, um wirklich gleich mal irgendwann in die Nähe vom Bärchen zu kommen, schwingenderweise. Der Ephadaios. Ich muss gerade mal gucken. Wir nehmen einfach, ich zeichne gerade mal einen Stamm ein. Machen wir das einfach so. Das soll jetzt einfach mal diesen Stamm illustrieren. Der Baumwürger gerade hier. Ephadaios hängt irgendwo mit der Liane hier herunter. Und ihr steht jetzt gerade hier oben auf dem weiteren Ast, auf so einer Gabelung. Das ist jetzt nicht schön, aber das ist einfach so, dass es euch hilft beim Orientieren. Wie möchtest du jetzt schwingen? Ja, dann muss ich ihn erstmal ein Stück hochziehen, bevor ich ihn schwingen kann. Sozusagen, ja, ich stelle mich da sozusagen breitbeinig auf. Zieh sozusagen an der Liane mit beiden Händen etwas breitbeinig stehend, den Hintern nach hinten rausgedrückt, sozusagen, dass ich eben Stand habe. Ephadaios wirklich sozusagen gut ein, zwei Stinger hoch, dass er ungefähr so ist. Und dann würde ich ihn von links nach rechts schwingen, weil okay, er dann sozusagen so hier hochschwingt und so hier hochschwingt. Körperkraftprobe, um ihn hochzuziehen, das Stück, wie du willst. Das gelingt. Du ziehst, die Liane gibt kurz einmal nach, schnellt noch einmal 20 cm nach unten, dann ist Ephadaios weiter gefangen. Du ziehst weiter und weiter und der Bär bewegt sich weiter nach oben. Ja, dann wird Rondrigo das wieder sein lassen und wird ihn langsam wieder runterlassen. Weil das hat keinen Sinn, wenn die Liane anscheinend mit nachgibt. Hatte denn mein Zauber irgendeinen Effekt auf den Bären? Der hatte kurz gestoppt, also okay. Hing dann da bewegungslos auf diesem Baum. Aber ja, dadurch, dass er jetzt irgendwann wieder aufhört und die anderen in der Zeit wenig tun, du kannst natürlich noch irgendwas nachsetzen oder Kasim kann noch irgendwas nachsetzen. Ihr könnt natürlich auch mit Pfeilen versuchen zu schießen oder irgendwas anderes tun. Aber währenddessen ist Rodrigo die ganze Zeit beschäftigt, Ephadaios zu befreien. Wenn das Seil, die Liane, da von Ephadaios weiter nachgibt, kann es natürlich sein, dass er viele, viele Meter kopfüber in die Tiefe stürzt. Nochmal so gefragt, wie weit ist der Bär denn jetzt noch von unserem Ast entfernt? Wenn du dich nach unten gleiten lässt, also auf diesen Baum drauflegst, dann ganz in deiner Reichweite, in deiner Schwertreichweite ist er noch nicht, aber er kommt gerade weiter nach oben, langsam. Er ist wohl verwirrt, aber er kratzt weiter dran herum. Also 5 Schritte und weniger. Gut, ich muss gerade mal nachmessen. Also 11 sind es auf alle Fälle nicht. Das wird sowas sein wie 4 Meter. Ja. In dem Fall bleibe ich natürlich wachsam hier stehen. Ich schaue mal über die Schulter. Myria, Pfeil und Bogen, herbei! Jawohl, Herr. Und während du deinen Blick nach oben richtest, um Myria zu suchen, kannst du sehen, wie vor dir ein weißer Totenkopf aufragt. Ungefähr 30 cm vor dir. Du erschreckst dich. Was macht dein Totenkopf? Er bewegt sich. Ah! Trete unwillentlich einen Schritt zurück. Fange mich gerade noch ab am Baumstamm, dass ich nicht herunterstürze. Und schlage dann auf dem Ding. Was auch immer es ist, es hat hier nichts verloren. Okay. Dann mach einen Angriff gegen kleine Tiere. Wie ist da der Modifikator? Mach einfach einen Angriff. Ich glaube, er ist plus 4. Sekunde. Hier. Kasim hebt seinen Stab übrigens so hoch, dass alle das sehen können und nicht, dass irgendwer blöd im Schatten von jemand anderem steht. Was auch immer es ist, ich schlage es in weitem Bogen hoffentlich vom Ast. Ja, Ast. Mach mal Schaden. Du kannst ein Schuhu hören und dann fliegt der Kopf der Schleieräuge im weiten Bogen durch den maraskanischen Dschungel. Was war das denn? Ein Vogel? Körper fällt hinunter, es dauert und dann könnt ihr es leicht unten im Blätterwald platschen hören. Der Körper der Schleiereule ist runtergefallen. Oh, verfluchte Myria, wo bleibt der Bogen? Ich spanne noch, Herr, ich spanne noch. Was möchte Kasim tun? Kann man den Bären noch sehen? Ja, aktuell verharrt er wieder auf der Position. Er hält seine riesige Schnauze in den Wind und schnuppert einmal. Ja, ich lass mir Zeit für einen Kopf-Frigo-Kälteschock. Okay.
Dann, also Zeit sollte wohl funktionieren. Er ist immer noch weiter verwirrt. Ist sich nicht ganz sicher, ob er nach unten oder nach oben klettern soll. Dann würfeln den Zauber. Mir schießt langsam das Blut in den Kopf. Was soll los? Ihr seht, wie leider ist ein Time Freeze. Ja. Das ihr seht, wie Kasim mit der einen Hand, mit der linken, immer noch den Stab nach oben hält. Und mit der rechten, quasi, wie wenn man so einen Kuss zu jemandem rüber pustet, einfach über seine Hand bläst. Aber tief einatmet, dann ausatmet. So ähnlich wie bei dem Windzauber, nur dass es so aussieht, als würde dann eine Art eisiger Nebel Richtung des Bären wandern. Und bei ihm auf seinem Fell sich schlagartig graureif bilden, obwohl man im tiefen Maraskan ist. Und ihr hört nur ein gemurmeltes Körperfrigor, Kälte, Schock. Der Baumwürger dreht sich einmal und klettert dann auf der Stammseite ein bisschen weiter nach links hinüber und dann in Richtung Rund. Ja, er dreht ab. Der erhält einmal mit seiner riesigen Schnauze in Richtung von Ephataios, der gerade genau auf seiner Höhe hängt. Allerdings noch leicht entfernt, also man könnte ihn jetzt rüberschwingen, aber er klettert weiter nach unten. Ephataios, das ist die Gelegenheit, packt ihn euch! Der haut ab. Ephataios wird wieder runtergelassen, sozusagen, soweit wie es ihm geht, dass er an der Liane hängt. Dann schaut Leutnant Ramirez rüber, ein Seil, ich lasse ihm ein Seil runter, dann kann er sich hochziehen. Und dann wird sozusagen das Seil festgehalten und zu Ephadaios heruntergelassen, dass er mit den Armen greifen kann. Dann kann er sich nicht hochziehen und kann sein eigenes Bein entfesseln, wenn er sich einmal ein Stück weit hoch genug gezogen hat und dann mit Seil hochklettern. Dann hätten wir bestimmt essen können, wenn er nicht davon gekommen wäre. Über Kopf kann Ephadaios dann das Seil greifen und zieht sich dann selbst hoch. Das Gewicht, was auf deinem Bein lastet, wird dann nach und nach weniger und dann kommst du mit dem schmerzenden Fuß wieder nach oben. Ja, den letzten Handschlag reicht dir, Rodrigo, dir die Hand, um dich hochzuziehen. Und ja. Ja, das ist ja gerade nochmal gut gegangen, Ephadaios. Wow, ich dachte schon, dass ich den Boden küsse. Das ist ja nochmal gut gegangen. Wie geht's deinem Bein? Die Liane war... Mein Fußgelenk. Ich schau mir das einmal an. Was, Fossi? Habe ich da irgendwie Schaden bekommen? Kein Schaden. Bist einfach nur runtergefallen, hingst kopfüber und das hat dann für reichlich Panik gesorgt, aber ich gebe dir jetzt keine SP für. Ilikara, hätten wir irgendwas, was verhindert, dass sein Bein anschwillt? Ephadaios wird uns morgen vielleicht Schwierigkeiten beim Marschieren haben. Ich könnte ihm vielleicht so etwas geben wie ein Antiblutgerinnungsmittel. Das könnte funktionieren, das ist seine eigene Entscheidung, aber wenn er jetzt gebissen wird, dann kann das auch sein, dass er ausblutet. Was? Nee, ich glaube, ich brauche einfach nur noch ein bisschen mehr Schönheitsschlaf. Ohne. Wie hieß das Ding? Rinichan, wie hieß es? Ein Baumwürger war das. Ein Baumwürger. Ich glaube, mit der Schönheit, das war euch auch mit genug Schlaf nichts mehr zu tun. Was soll das denn heißen, Jordan? Aber ein wenig Ruhe könnten wir wohl allesamt vertragen. Legen wir uns noch was hin. Oder ist es Zeit aufzubrechen? Oder man schaut mal so Richtung Viborn. Nein, schlaft weiter. Ist mitten in der Nacht. Und Rigo legt sich wieder hin. Kontrolliert noch einmal seinen Rucksack, dass da nichts weg ist und ja. Wie wär's mit einer Nachtwache? Kannst gerne wach bleiben. Und Rigo dreht sich rum, grummelt noch einmal kurz auf das Wort Wache hin, aber sagt dazu nichts. Agnus. Du hältst jetzt Wache. Hast du den in den Rucksack weitergesperrt? Nee, also beim Aufstieg ja, aber hier oben ist der mit einer Leine an den Ast gebunden. Okay. Ja. Gut, der guckt dich einfach nur an und kläfft einmal. Das geht aber natürlich dann auch mit dem Schreien der Affen und der Vögel unter. Und wie gesagt, der Urwald ist sowieso die ganze Zeit über laut. Ihr versucht wieder die Augen zuzumachen. Das Pochern in deinem Bein wird natürlich auch nicht besser, aber schlafen könnt ihr auch nicht. Und ebenso wie am Vortag
steht ihr nach vielen, vielen Stunden wieder auf. Die Sonne wird heller und heller. Und irgendwann gibt Viborn wieder das Signal zum Sammeln. Keine Regeneration. Gibt es wieder jetzt einen Bonus? Ja, keine Regeneration und ein Punkt, nicht permanent, Entschuldigung, sondern temporären Jezorn. Diesmal nicht zwei, sondern also ein. Also plus drei Bonus, ne? Genau. Schön, dass mir das auch mal jemand sagt. Redigian kann normal regenerieren. Ach so, genau, du hattest das, glaube ich, nicht mitbekommen, weil du am Anfang noch im Stau standest, ne? Vom Erst habt ihr zwei Punkte temporär, der geht dann wieder weg, Jezorn. Und jetzt auch nochmal plus 1. Das heißt, wenn du kein Jezorn hattest, hast du jetzt Jezorn 3 und wenn du einen hattest, dann um 3 Punkte erhöht. Also hast du jetzt Jezorn 9. Ja, ihr steht dann wieder auf, wie auch die anderen Tage. Also den anderen Tag lasst euch dann langsam am Seil herunter, beziehungsweise vorher kann Kasim noch etwas bemerken. Ja, bitte. Schuh fehlt. Hast du natürlich auch ausgezogen und wolltest sie zum Trocknen hinstellen. Ist wohl runtergefallen in der Nacht. Zumindest kannst du ihn nicht sehen. Der andere steht da noch. Ist auch umgekippt, aber der andere... Siehst du, guckst nochmal kurz in die Bäume unter dir. Nee, ist er nicht da. Hoffentlich liegt er unten. Ihr hört von Kasim ein übles Fluchen in Tulamidia. Scheiße. Irgendwas ist über Nacht gegen meine Schuhe gestoßen und einer ist runtergefallen. Hat noch ein Problem mit deiner Kleidung? Du schaut dich mal so ein bisschen um. Also man ist reichlich feucht, Myrian, das hätte besser gehen müssen. Verzeiht mein Herr, Predigia nimmt gerade seine Kleidung auf und kann erkennen. Ja, würfel mal eine Intuitionsprobe. War gerade so. Gerade so. Schaut mal nach, gibt es irgendwelche Erschwernisse? Du nimmst gerade deinen Umhang wieder hoch und willst ihn anlegen. Da siehst du, dass etwas unter dem Umhang ist. Gerade als du es hochnimmst, beißt eine Tarantel nach dir. Kannst aber noch schnell genug deinen Finger, deine Hand wegziehen. Ansonsten wüsstest du, die ist nicht unbedingt so sehr giftig, dieses Tier. Aber naja, wenn sie zubeißt, dann ist auch deine Hand ab. Beziehungsweise ein Loch drin. Ich gehe ganz schnell weg und sage, oh... Bruder, Schwester, Tarantel, doch nicht so aggressiv. Wollt ihr doch nichts tun. Dann versuche ich irgendwie meine Robe da wegzunehmen. Ohne sie weiter zu stören, einfach nur die Robe zu nehmen. Wow. Dynar kommt auf dich zu. Ist das so eine Maraske? Nein, das ist nur eine Tarantel. Kann man da drauf treten oder ist sie giftig? Oh, die ist... Naja, also du wirst im Griff nicht sterben, aber es tut schon weh. Du solltest dich nicht von dir beißen lassen. Ihr seid da zumindest auch nicht so vom Zorn der Natur so gefeit. Das ist zumindest gut. Das sieht man auch gern, dass sie euch auch angreifen. Das ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber... Naja, ich hab sie nicht angegriffen. Ich hab sie doch gestört in ihrem Lager. Ach so. Ah, die wohnt hier und... Ja, die hat sich unter meiner Robe gemütlich gemacht. Wäre ich auch ungehalten, wenn mir jemand meinen Schlafplatz weggenommen hätte. Ach so, seht ihr das? Na gut, dann... Okay, klettern wir einfach nach unten. Ja, und so klettert ihr wieder... Was essen wir eigentlich im Moment sozusagen jetzt so? Ich meine... Aktuell? Wirklich wenig. Also, ihr habt aktuell nicht so sehr viel Hunger. Ihr hattet ja vor ein paar Tagen, richtig, ihr hattet die Jägernuss gegessen und wenn ihr was essen wollt, könnt ihr das tun, aber ihr habt nicht das Bedürfnis. Ist auch ein bisschen komisch, dass ihr dann morgens oder auch abends gar nichts essen müsst, dass ihr kein Knurren verspürt, aber aktuell hält wohl noch die Wirkung der Jägernuss an. Es wird dann auch wieder die Alchemiker ausgeteilt, sodass ihr dann auf einem Dornstängel herumkauen könnt und auch neue Tarnfarbe, die ausgeteilt wird, sodass ihr euch dann das Heruntergewaschene vom Regen, vom Schweiß wieder neu auftragen könnt. Aber zur Zeit müsst ihr noch nichts essen, wenn ihr nicht wollt. Ja, Rodrigo scheint ganz glücklich damit zu sein, nicht zu essen, weil er sich auch denkt, dann muss ich auch gerade nicht so viel auf Klo kacken.
Myria, halt heute tagsüber mal Ausschau, ob du noch einen von diesen Bären siehst. Vielleicht können wir sowas in die Pfanne hauen. In die Pfanne hauen? Haha, guter Witz. Ephadaios kann sehen, wie unten an diesem kleinen Wasserfall eine Schildkröte sitzt. Ich glaube, ich werde einmal ein Bad nehmen. Kann man abschätzen, wie tief dieser, was ist das, ein Teich, der Wasserfall? Das ist so ein kleines Auslaufbecken, das hat sich hier in den Stein gegraben, weil, naja, wenn der Wasserfall da so ein bisschen runterfällt, dann gräbt es sich eben in der Zeit in den Stein rein. Das sind so ungefähr 1,50 Meter oder so. Leute, schaut euch das mal an. Sei vorsichtig, Elfertin. Geh nicht zu dich dran. An die Schildkröte oder was? Ah, keine Sorge. Das ist keine Schildkröte. Lass dich nicht beißen, sonst ist der Arm ab. Was? Natürlich ist das eine Schildkröte. Ja, ich mach mal was Cooles. Mal einen Moment. Lass das. Das ist ein Harnischträger, keine Schildkröte. Ephadaios lässt sich mit einer Liane vom Baum runter. Und wird unten zwischen den Baumstämmen verschwinden und ja. Ich suche nach einer Liane, mit der ich mich in das Wasserbecken reinschwingen kann. Okay. Wirst du finden, wenn du möchtest, kannst du dann nach unten klettern. Bredigian stand noch oben, hatte dir das von oben zugerufen. Wenn du nicht auf ihn hören willst, hast du die Liane in der Hand und könntest dich dann hinüberschwingen. Wie du das eben vor ein paar Tagen schon gemacht hast, als du dann bei den Piraten von A nach B geschwungen bist und dann im Wasser zu landen. Also ich schaue schon nochmal zu der Schildkröte, um sicherzustellen, dass ich nicht auf ihr lande. Kannst gerne mal eine Tierkundeprobe schmeißen. Aber wenn du das abschätzt, ja, da kann man vorbeispringen. Überhaupt kein Problem. Kasim klettert auch runter, um seinen Schuh zu suchen. Auch Rodrigo klettert dann gleich gemütlich runter. Keine Ahnung, was Brindigian von dir will, aber das sieht aus, ja, wie eine Schildkröte. Hat eben so einen richtig schönen Höcker obendrauf, schön verhornt. Und ja, die Arme und Beine sehen eben genauso aus. Hat dir wohl irgendwie gerade den Rücken zugedreht, dass du den Kopf nicht sehen kannst, aber der Schwanz lugt auch gerade nach draußen. Also heute hasse ich meine Würfel. Ohne Spaß, ey. War das erschwert um 2 auf den Runterklettern oder ohne erschwert? Da könnt ihr dann so einfach runter, das ist nicht das Problem. Lass ja, dir, wie gesagt, Zeit, weil ihr gerädert seid. Und dann, während gerade Kasim seinen Fuß auf den Boden aufsetzt, die anderen von der Heldengruppe auch schon unten, könnt ihr es einmal platschen hören. Und Ephadaios hat sich mit einer Liane in das kleine Wasser fallen lassen, sodass es einmal weiter spritzt und der Wasserfall weiter rauscht.